Liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Oden 4 Live Rasier. Wir sind im letzten Part dort stehen geblieben, hatten ja diesen Fehler. Mir war dann kurz gar nicht bewusst, dass wir schon Folgenende haben. Und ich habe dort eigentlich am Anfang gesagt, ich werde hier einfach hier zurückkehren und sofort hier in dieses Gebiet gehen. So, wir haben ein Rezept bekommen, und zwar ein wundervolles, flaumiges Nachspeise Rüblimuel. Und ich sag's mal so, Rübli in Schweizerdeutsch, also ich meine, auf Deutsch sagt man Karotte, auf Schweizerdeutsch sagt man Rüebli. Und naja, das geht, ich dachte mir so, hä? Was für eigentlich eine Übersetzung soll das sein? Aber es gibt auch hier eine Art Karotte. Und deswegen, ja. Und wie im letzten Part gesagt, mir ist ein blöder Fehler passiert. Das ist jetzt nun der zweite Part. Und ihr hört sicher schon. Man hört einfach den Sound doppelt. Weil ich bei meiner Elgato, wo ich das eingestellt habe, irgendwie stand zwar mein Headset dort, aber er hat nicht mein Headset aufgenommen, sondern die Audio, die ich eigentlich sonst höre und ihr nicht, hat er einfach dann zusätzlich aufgenommen, nochmal, und deswegen nach ein paar, ich sag mal, paar Minuten irgendwann gab es da eine Verzögerung, und deswegen hört man das auch ziemlich deutlich. Und ja, das stört eigentlich auch ein bisschen, und ich habe versucht, das Ganze noch mal nachzuspielen. Das Problem ist, ich hätte jetzt alles noch mal von vorne beginnen müssen, sehr wahrscheinlich das komplette Spiel, und das wäre mir ehrlich gesagt zu aufwendig. Ich meine, so viele Stunden, wie ich da schon hineingesetzt habe, wir sind hier bei Part 61, klar, ich hätte das jetzt schneller gespielt, aber durchspielen können, aber trotzdem, ich hätte es auch einfach leicht alles machen können und so. Aber ich habe mir angeschaut, was passiert, wenn ich das jetzt komplett nochmal, also nicht komplett, sondern einfach nochmal spiele, das Gebiet. Und das Problem ist, es ist halt alles schon aufgedeckt. Alle Truhen, wo ich öffnen musste mit dem Schlüssel zum Beispiel oder so, die sind schon geöffnet, und ja. Und eigentlich habe ich mich beim vorigen Part, wollte ich mich damals, als ich aufgenommen habe, ein bisschen über Minecraft quatschen, aber das können wir auch jetzt in diesem Part machen. Und zwar habe ich ja Folgendes bei Let's Play Minecraft Together, dass es eben nicht ganz so läuft, wie ich das gerne hätte, wegen Internet und so. Teilweise liegt es aber auch an Minecraft selber. Gut, bei der Staffel 4 ist einfach ist komplett überfüllt gewesen, kann man so sagen. Waren so viele Leute schon da drauf, und es waren sich über 20, und er hat halt all diese Daten gespeichert, wer hat was, wer hat, oder, und naja, es laggt bei mir meistens nur, und wenn ich die zweite Konsole angeschalten habe, ich habe ja einen Hoster und eine zweite Konsole, wo ich drauf spiele, damit ich die Leute höre, dann der stürzt einfach immer wieder ab, muss ich die Konsole neu starten. Und das Problem ist auch irgendwie wegen Beitreten und so. Und ich meine, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Und mir macht das keine Freude und keinen Spaß. Und naja, ein Infovideo wird eines Tages mal noch kommen. Ich habe das schon längstens aufgenommen, aber ich habe es ja so jetzt gemacht, dass nur am Sonntag ein Part von Minecraft kommt. Und das Infovideo kommt einfach dann am Schluss. Und dem hier, ja. Ich wollte da einfach mal schon informieren. Leider schauen hier sowieso die wenigsten Let's Play wirklich. Und das ist ein bisschen schade, aber ich werde es trotzdem komplett durchziehen. Ja, hier haben wir wieder solche Schleims. Und ich habe immer noch ein bisschen mit der Steuerung ein Problem. Ja, eben wie gesagt, ich nehme das jetzt alles komplett im Nachhinein auf. Also da meine Stimme, und ja. Daumen. Das Ganze ist hier nachkommentiert. So, ich schaue hier gerade, was denn ausgerüstet ist und was nicht. Der Feenruf ausgerüstet ist. Er ist hier unten. Eikugel.
Das habe ich noch nicht ausgerüstet. Frage, wo mache ich das, oder? Aber da steht, es braucht sowieso PP 9 und ich weiß immer noch nicht, wie genau ich die bekomme. Ich weiß, wenn ich Gegner töte, und ich dachte, es gäbe einen Trank dafür, aber gar nicht gefunden. Dreuschuss, den haben wir ausgerüstet. Todesschuss noch. Energieschuss nicht. Energiegeschoss, meine ich. Den haben wir noch nicht. Aus Versehen die falsche Taste gedrückt, weil man muss halt zuweisen mit genau mit Viereck und nicht mit X. Ich mach das halt immer gerne mit X. So, jetzt entscheide ich oben, unten. Hm. Das war alles frei. Okay, wir nehmen oben. So, ja. Diese Schleimbälle kennen wir ja. Also Schleimbälle. Keine Bälle. Schleims kennen wir ja. Naja, eben ist erstens mal da wegen Minecraft nervt auch ziemlich und auch jetzt hier in diesem Spiel, dass mir das nicht wirklich erst im dritten Part aufgefallen ist, dann am Ende. Und ja, ich werde dann Teil. Kann ich da noch überarbeiten? Oder wo ich da noch aufgenommen habe, werde ich hinzufügen. Aber das erst Schluss. Das schade ist halt die komplette Story. Ich habe im letzten Part schon gesagt, wenn man da wenigstens auswählen könnte, wenn man das Gebiet nochmal durchspielt, ob man jetzt die Story nochmal sehen möchte oder nicht. So am Anfang wird man gefragt, Story, nein, ja. Und, Endboss kann man ja auch leider nicht mehr bekämpfen. Da wird einfach gefragt, zurück zum Hauptgebiet. Ging sowas. Und wenn man da wenigstens auswählen könnte, ich will den Boss nochmal besiegen, da kommt die Story automatisch noch mit dazu. Das wäre wenigstens dünn gewesen, aber das Spiel ist halt schon älter. Ich meine, das kam damals auf die PS2 raus und wurde dann einfach Remake gemacht, also komplett überarbeitet. Wir werden auch sehen, es gibt ja einen Classic-Modus, ob da dann irgendwas anders aussieht oder nicht. Was ich nicht machen werde, ist hier einfach alle Gebiete nochmal abklappern, um den S-Rang zu erhalten, weil das ist mir eigentlich zu schade, sonst könnte ich auch noch 1000 Parts hier irgendwie von oben hier live passieren machen. Da das leider nicht allzu oft geschaut wird bisher, kann ja sein, dass das im Nachhinein werden irgendwie mal 1000 Aufrufe eines Tages haben könnte. Was ich denn schön fände. Ich meine, gut, das liegt natürlich ein bisschen daran, was wollen die Abonnenten sehen, meine momentan 65 Abonnenten, als die Video hier gerade macht. Ja, was wollen die wirklich sehen? Und die meisten eigentlich von denen, die wollen Minecraft sehen. Ja. Lustig finde ich auch, YouTube hat meinen Kanal eigentlich so als Minecraft-Kanal abgestempelt. Obwohl ich eigentlich, ja, gar kein Minecraft-Kanal bin. Ich meine, okay, ich habe viele Parts von Minecraft jetzt gemacht und auch da Android und alles mögliche so. Aber dann könnte man ja auch sagen, ich bin Odin 4 Live-Rasier-Kanal, weil würde da sehr wahrscheinlich auch irgendwann mehr Parts haben als in Minecraft. Vielleicht sogar. Ich weiß ja nicht, wie lange die Story geht und wenn ich da, ich sag mal, 80 Parts hinbringe und derzeit noch nicht so viele Minecraft Let's Plays gemacht habe, beziehungsweise Parts insgesamt, dann könnte man auch sagen, ja, ich bin Odin 4 Live-Rasier. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt da 120 Parts machen würde, wenn ich jetzt alles komplett machen würde, dann nochmal Eisrang, alles zeigen würde, was da vorkommt, alles eben. Dann finde ich ein bisschen komisch, weil bei den Empfehlungen steht, dieser und dieser Kanal, also mehrere Minecraft-Kanal, oder dass mein Kanal ähnlich sei, wobei ich überhaupt nichts mit denen zu tun habe. Ja. So, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich viele schon
Energie habe, oder? Ich glaube so. Um diese Pflanzen hier zu wachsen zu lassen. Also gut, ich würde sagen, ich bin eher mehr ein Odin 4 Live-Rasier-Kanal als ein Minecraft-Kanal, weil mir macht das Spiel ehrlich gesagt sogar ein bisschen mehr Spaß als Minecraft. Sonst würde ich sehr wahrscheinlich auch nicht Let's Playen, das habe ich auch im anderen Let's Play mal gesagt. Jetzt gehe ich auf Ausrüstung, schau mir da kurz mal an, was da wir alles haben. Also, genau. Das habe ich schon in Minecraft, nee, in gewissen anderen Let's Plays gesagt. Minecraft ist gar nicht unbedingt das, was ich so als mega interessantes Let's Play oder mega, soll man sagen, das beste Spiel finde. Nein, gut, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich Odin 4 Live Rasier das beste Spiel finde, das ich kenne. Ja, also ich wurde auch ja gefragt, was ich für ein Lieblingsspiel habe. Das habe ich auch im Jahresrückblick gesagt. Ich habe keins. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber ich sag's mal so, ich habe vielleicht die Top 20 Spiele oder so irgendwas. Ich könnte mal versuchen, eine Liste zu erstellen. Das wäre für mich selber auch interessant. Aber eines ist halt auch noch, ich habe gar noch nicht jedes Spiel gespielt, das ich gekauft habe. Findet ihr vielleicht ziemlich komisch, aber das liegt daran, dass ich halt, naja, manche Spiele gekauft habe, wie zum Beispiel Odin 4 Live Rasier. Das habe ich vorhin noch nie gespielt. Das habe ich 2017 als so letztes Jahr gekauft. Ich habe es vorhin schon gesehen, dass mal rausgekommen ist, habe mir das kurzweilig angeschaut und gedacht, ja, das könnte ich doch dann Let's Playen, oder? Und das ist bei vielen, vielen anderen Spielen genauso der Fall, dass ich gedacht habe, ja, ich kann dann Blind Let's Play machen. Manche Spiele habe ich auch noch nicht gespielt, weil ich sie einfach später mal gekauft habe. Ich kenne sie aber schon, um was es geht, weil ich ein Let's Play davon geschaut habe und weiß darum auch, dass sie mir gefallen. Naja, einen kleinen Reihenfall habe ich leider auch noch. Da werde ich einen letzten Test davon machen und werde dann auch über das noch ein bisschen quatschen. Also jedenfalls, bisschen mehr ein Quatschvideo. Quatsch. Ja, wo ich da rede. Aber das ist auch gut. Braucht auch. Jedenfalls, ich finde das Spiel sehr, sehr gut. Ich werde das auch noch am Schluss meine Meinung dazu sagen. Aber ich glaube, die hätte man mittlerweile schon, wenn man dazu schaut. Ich meine, klar, Spiele, die jetzt wieder bei diesem Let's Play passiert sind, am Anfang die Musik zu laut. Und ich glaube, bisschen immer noch der Fall ab und zu. Ja. Muss ich vielleicht noch ein bisschen leiser machen. Es ist auch ein bisschen schwer abzuwägen, weil es gibt Momente, da ist ein Spiel lauter und wieder leiser. Ja. Und ja, ich nehme ja meine Stimme nicht immer separat auf, deswegen ja. Ich finde es auch ein bisschen nervig, das immer so anzupassen, aber das werde ich ja dann irgendwann sehen, dass jetzt ideal ist, wenn ich meine Stimme immer separat aufnehme oder nicht. Ich habe es eigentlich gern, wenn ich immer einfach so mit schon aufgenommen habe, weil sonst muss ich mich immer darum kümmern, wann habe ich jetzt das gesagt und so. Gut, wenn es jetzt nur eine Audiospur ist, geht es ja noch. Aber stellt euch vor, ihr nehmt irgendwie 7 Parts pro Tag auf. Da geht es nicht um jeden Part. Tag. Und müsst dann noch eure Stimme bei jedem Part, wo, sagen wir mal, 25 Minuten oder über 30 Minuten, anpassen. Und das Problem ist ja dann, es kann ja dann, gut, es kann nicht dieser Fehler, der jetzt passiert ist, passieren. Sondern es kann nur der Fehler passieren, dass man die Stimme nicht aufnimmt. Das haben manche auch gehabt, manche YouTuber. Wo ich Let's Play geschaut habe, die haben das auch, so wie ich jetzt nachkommentiert. Einfach dieses So, ich schaue mir an, was da ist. Es klingt einfach so, als hätte ich einen Effekt dazu gemacht, dass es ein Echo gibt. Naja,
Aber hier geht's noch einigermaßen. Im nächsten Part wird es schon schlimmer noch werden. Und ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich alles hier jetzt gerade erzählt habe. Jedenfalls eben, ich werde mal schauen wegen einer Liste, was meine Lieblingsspiele sein können. Aber eines, also Lieblingsspiele, Anführungs- und Schlusszeichen, die Spiele, die ich am häufigsten und am liebsten spiele. Minecraft ist schon etwas, was ich häufig und oft spiele, aber nicht mein Lieblingsspiel. Also es gehört nicht unter diesen Top 20, würde ich jetzt mal sagen, sondern es ist mehr so ein Spiel, wo ich mal gerne mal etwas baue und dann, ja. So. Merkt, ich habe ja hier immer noch viele Kerne und so und habe ja auch noch so Amulette und alles mögliche bekommen, die ich nicht brauche. Bin mir aber unsicher, ob ich die vielleicht eines Tages doch noch brauchen kann, aber ihr kennt mich. Ich mache alles in die Kiste rein und am Schluss brauche ich sowieso nicht und dann kommt der nächste Charakter. Obwohl wir spielen. Vielleicht mache ich ein Video, wo ich einfach mal komplett alle Charaktere nochmal spielen werde. Gut, ich weiß ja auch nicht, was bei der Classic hinkommt. Ja. Wir sind wieder wie immer am Essen und aufzuwerten. Ich versuche auch immer rauszufinden, was bringt uns mir diese Bonus-Dinge und Level. Mittlerweile bin ich auch schon, also jetzt ist aufnehme, kommentiere, besser gesagt schon Level 30 oder so. Weil ich habe ja das komplette nochmal durchgespielt, um zu schauen, was denn da passiert, aber ja, da. Ich hätte natürlich auch sagen können, nee, ich mache jetzt einfach noch eine Aufnahme und erzähle euch da, was schiefgelaufen ist und nehme die drei Parts raus, mache nur ein Part raus und ja, das hätte ich machen können, aber ich finde, dann hättet ihr die Story verpasst und das finde ich jetzt so, das wäre nicht so schön. Ja, ich hätte jetzt auch sagen können, ja, ich schneide so, ich mache einfach die Story rein und dann hätten die aber nicht herausgefunden, was ich für Phosphorenprisma und sonstiges noch miterhalten habe. Und ich meine, es sind nur drei Parts, also es geht jetzt eigentlich nicht. So, ich habe mich jetzt entschieden, in die Richtung zu gehen, wobei es eigentlich gar keinen Unterschied macht, ob unten oder oben, weil ich mache das jetzt in die Richtung und ja, jetzt von oben nach unten, weil ich komme ja dann wieder an die Stelle. Ich habe das auch komplett eben nachgespielt, so wie ich es eigentlich vorhin auch gemacht hätte. Jetzt könnte ich theoretisch auch die Aufnahme hätte ich jetzt reinbringen können, aber ich habe da durchgerusht. Die meisten Dinge also. Bin ich da am Überlegen, wenn ich da mehr Dinge hineinmache, was das ergibt. Zieht sichtbare Gegner LP ab und erzeugt Phosphoren. Das habe ich dann auch gemacht. Den Tank habe ich noch nie verwendet. Das kann ich schon jetzt im Voraus spoilern, kann man so sagen. Ja. Eine Münze übersehen. Und da im Hintergrund ist wieder ein Storch. Und hier werde ich gefragt, ob ich gegen einen mächtigen Feind, was ist da, Level 21, kämpfen möchte. Ich finde es eigentlich lustig. Ich meine, ich levele wie gestört immer auf, aber ich kenne es ja von dem Spiel auch so, dass man immer die Level braucht und naja. Ach ja, ich etwas, das ich auch noch in dem LP gesagt habe, kommt jetzt gerade in den Sinn, weil ich habe da gequatscht, ja eben, ich habe nicht gemerkt, dass meine Stimme gar nicht aufgenommen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit ihr die Story komplett vereinfacht ist irgendwie. Was ich eben nicht verstanden habe, dass sie eigentlich ziemlich leicht ist, irgendwie zu spielen. Was ich aber verstehe, dass sie nicht an Anfang gesetzt worden ist, wegen dem Fliegen, weil man hat hier halt neue Elemente und so. Von dem her, ja. Aber ich finde es trotzdem komisch, sie ist ziemlich leicht. Aber teilweise verstehe ich es auch, weil es gibt ja eben dieses
fliegen. Und in einem Level war ja das so, dass man herumfliegen musste. Und naja, das braucht halt ein bisschen mehr. Ja. Ich sage mal, mehr Aufwand. Darum, mir kommt vor, als wären die Kapitel, sage ich mal so, für sie ziemlich kurz. Und das verstehe ich nicht so ganz, und auch ein bisschen die Schwierigkeitsgrad von ihr ist auch nicht zu hoch, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es aber auch darin, dass ich einfach richtig ins Spiel gekommen bin. Wobei, ich habe es ja jetzt eben lange nicht mehr gespielt, wie jedes Mal. Also, bei Part 60 da. Ich habe das irgendwie... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Jedenfalls ist es so lange her. Ich rede jetzt von dem Part und nicht von dem, was mir jetzt da passiert ist und was ich jetzt danach kommentiere. Aber es war wirklich so eben bisher sehr lange nicht aufgenommen, aber... Man kommt irgendwie ziemlich schnell wieder hinein. Und am Anfang hatte ich ja viel mehr Probleme. So, hier bekomme ich auch wieder so eine goldene Frucht, die ich noch nie gebraucht habe. Oder die werde ich auch nicht brauchen, das kann ich schon jetzt. Weil der Endboss in dem Kapitel hier ist gar nicht so schwer, wie man es denkt. Und ich meine, ich spiele jetzt ja immer auf normal. Ich habe jetzt nicht irgendwie die Stufe geändert. Leicht oder so. Von dem her. Jetzt ist es vielleicht auch auf schwer stellen können und jetzt wahrscheinlich dann auch noch hinbekommen. Aber ich finde es schön, wenn es nicht allzu schwer ist, weil dann kommt man voran. Ja. Das mag ich eben, wenn man vorankommt im Let's Play und nicht. Bei Minecraft zum Beispiel, da weiß man gar nicht, was man ab und zu tun kann. Der Vorteil dort ist, aber du kannst tun, was du willst. Hier hast du eine linear vorgegebene Story, die ich aber auch nicht allzu schlecht finde. Weil manche linearen Spiele... Ich habe ein Brötchen vergessen. Manche lineare Spiele sind auch sehr interessant. Wunderfrucht C, oder was? Ich weiß jetzt gar nicht, wieso ich... Ich habe bemerkt, dass Inventar voll ist. Oder fast voll ist. Der Witz ist neu, ich bekomme auch so ein paar Rüste von dem. So, Level 19. So, hier haben wir wieder diese speziellen Augen. Hat mir die im letzten Part jetzt auch? Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Wie die einfach wieder drehen und tun. Das mega stört das eigentlich gar nicht mit dem Echo, aber trotzdem. Es ist einfach blöd gelaufen, weil ich habe hier wirklich... irgendetwas Interessantes noch erzählen wollen und ich bin mir halt auch ziemlich unsicher, was das damals war. Ach, hier habe ich nur einen A-Rang bekommen. Zweite Mal durchgespielt habe ich, gerade knapp noch einen S-Rang bekommen, glaube ich. Na egal. So, jetzt überlege ich mir, wo muss ich? Ach so, ich brauche den Schlüssel für die Truhe. Ach nee, zur Truhe hinzukommen. Das war irgendwie meine Überlegung damals. Das weiß ich noch. Und jetzt habe ich auch noch überlegt, ja, soll ich jetzt noch die Truhe holen oder nicht? Aber ich mache das noch in diesem Part. Und naja, den Boss machen wir dann im nächsten Part. Genau. So, ich rede nochmal mit dem, verkaufe kurz noch was. Und ja. Nein. Irre. So, okay.
So, ich benutze den Schlüssel noch. So, was haben wir denn hier alles? Okay, auch ziemlich viel Plunder und... Ach ja, jetzt wurde meine Tasche erhöht. Noch ziemlich gut ist. Mir glaubt damals gar nicht aufgefallen. Aber ich würde sagen, liebe Leute, an der Stelle mache ich noch ein paar Tränke und so. Aber ich würde mich hier schon verabschieden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Odin 4 Live Rasier. Also, tschüss!